Ein Mann ist am Freitagnachmittag auf dem Ravensburger Marienplatz Amok gelaufen und verletzte drei Menschen, einen davon lebensgefährlich. Der Mann, den Zeugen als verwirrt bezeichneten, stürmte mit einem Küchenmesser auf den Platz. Auf ein Opfer stach der mutmaßliche Täter in einer Bushaltestelle ein. Ein weiteres Opfer versuchte, den vermeintlichen Amokläufer mit einem Stuhl zu stoppen und wurde daraufhin verletzt. Polizeihauptkommissar Armin Rau schildert den aktuellen Kenntnisstand der Polizei. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat ein junger Herr mit dem Messer wahllos auf Personen eingestochen. Hierbei sind drei Personen schwer verletzt worden, eine Person davon lebensgefährlich und die drei Personen befinden sich im Krankenhaus. Der junge Herr konnte hier noch vor Ort von meinen Kollegen festgenommen werden. Bevor der Täter festgenommen wurde, war es der zufällig anwesende Oberbürgermeister der Stadt Ravensburg, Daniel Rapp, der den vermeintlichen Täter dazu überreden konnte, seine Waffe niederzulegen. Danach ließ dieser sich widerstandslos festnehmen. Rapp, der keineswegs als Held bezeichnet werden möchte, schildert die Geschehnisse wie folgt. Also es war tatsächlich, wo ich lief hinter dem Riva, zwischen Riva und die Braunkirche, bin ich gerade gegangen und plötzlich rannte ein Bürger auf mich zu, da ist eine Messerstecherei, da ist was passiert und wir erreichen niemanden und gar niemand ist da. Und ich bin einfach vorgerannt, weil ich gucken wollte, ob da jemand verletzt ist und ob man Notwagen anrufen muss, so war die Situation. Und plötzlich stand der direkt vor mir mit einem Messer in der Hand und hat mich bedroht. Und dann habe ich ihm gesagt, Messer auf den Boden legen. Hat er das tatsächlich gemacht. Und ich habe ihn dann, er stand mir dann gegenüber und es dauerte nicht lange, ich weiß nicht, schwer zu sagen, so im Moment Sekunden oder kurze Zeit später kam ein Polizist auf einem Fahrrad, der hat dann sofort die Pistole rausgeholt und hat den dann fixiert mit Handschellen auf so einer Streugutkiste und hat dabei sein Sprechfunkgerät verloren. Also der Polizist hat sein Sprechfunkgerät verloren. Das habe ich dann genommen und habe dann da reingesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das dann wirklich ankam. Er sagt, wir brauchen hier Unterstützung, wir brauchen hier mehr Leute auf dem Marienplatz. Ja. Und es dauerte ja dann auch gar nicht so lange. Dann kam Verstärkung und Krankenwagen und so weiter. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Die Lage am Marienplatz hat sich wieder beruhigt.